Wir beschäftigen uns mit Veda Elysia. Oh, Sie stöhnen schon. Und wenn wir die Kamera ausmachen und ich Sie mal wirklich im Vertrauen frage, die Leute wollen nichts sagen und am besten auch nichts Negatives. Wenn diese Leute dort vor Ort leben und Angst haben, dann ist die Angst wahrscheinlich berechtigt. In einem Dorf im Harz kaufen völkische Siedler den verfallenen Gasthof. Sie sind mit Rechtsextremen vernetzt, berufen sich auf antisemitische Bücher. Naja, wir haben die Bücher gelesen und da sind ja doch sehr eindeutig antisemitische Positionen drin. Kaum jemand im Dorf will darüber offen sprechen. Das ist Teil des Plans und auch Teil der strukturellen Schwäche in den ländlichen Regionen, wo die gut ansetzen können. Wer gegen rechts Außengesicht zeigt, lebt gefährlich. Da stand einer vor meinem Haus und hat gedroht, dass er mich umbringt und dass das Haus mit meinen Kindern anzündet. Wienrode im Harz. Eine völkische Gruppe breitet sich aus, die Dorfgemeinschaft schweigt, zuständige Politiker tun wenig. Am Ortsrand von Wienrode. Ich bin zu einem Telefonat verabredet, mit jemandem aus dem Dorf. Es hat Monate gedauert, bis die Person sich zu dem Gespräch durchringen konnte. Denn die Person hat Angst. Mein Vorschlag wäre, dass wir die Stimme so stark verfremden, dass auch niemand mehr rausfinden kann, ob wir jetzt mit einem Mann oder einer Frau sprechen, dass man da überhaupt keine Rückschlüsse ziehen kann. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, das hört sich gut an. Die Person fürchtet Konsequenzen, denn offene Kritik an den neuen völkischen Nachbarn komme im Dorf nicht gut an. Es gab ja da diese Autoreifenstecherei und solche Sachen und sowas möchte man sich halt nicht aussetzen. Also da wurden Reifen zerstochen? Genau, und zwar relativ viele. Das waren halt Leute, die das kritisch gesagt haben und die wurden dann hinterher sozusagen Opfer. Die Staatsanwaltschaft bestätigt mir später, in einer Nacht wurden in Wienrode an 6 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Täter wurden nicht gefunden, die Ermittlungen eingestellt. Über das Motiv können die Betroffenen daher nur mutmaßen. Warum reden Sie heute doch mit mir auf diese sehr spezielle Art? Warum haben Sie sich entschieden, dass wir das doch aufnehmen dürfen für unseren Film? Naja, weil ich halt denke, dass auch nicht der Eindruck entstehen soll, dass das alle gut finden. Von wem die Person sich Hilfe erhofft und ob diese Hoffnung erfüllt wird, das klären wir in diesem Film. Ja. Wie würdet ihr euch denn verhalten, wenn Menschen vom rechten Rand sich bei euch in der Nachbarschaft ansiedeln? Schreibt es uns in die Kommentare. Diesen ehemaligen Gasthof mitten im Herzen von Wienrode hat eine Gruppe völkischer Siedler gekauft. Ich frage mich, wer sind die Leute, deren Anwesenheit hier bei manchen Anwohnern Angst auslöst? Und was genau macht die Gruppe, die sich Veda Elysia nennt? Unsere Recherche zeigt, sie bezeichnen sich selbst als Siedlungsprojekt. Manche Mitglieder stammen aus der Region, andere sind neu hierher gezogen. Im Netz werben sie um Spenden für das Haus Lindenquell, wie sie den ehemaligen Gasthof nennen. Sie wollen ihn umbauen zu einer Art kulturellem Dorfzentrum. Auf ihren Webseiten und in Videos präsentieren sie sich mit Brauchtum, traditionellem Landbau und Handwerk. Das sieht alles erstmal ziemlich harmlos aus, bodenständig, idyllisch, eigentlich politisch unverdächtig. Und jetzt kommt das Aber. Die Gruppe Veda Elysia beruft sich auf die sogenannten Anastasia-Bücher. Das schreiben sie auf ihrer Webseite. Die russische Anastasia-Buchreihe ist ein Mix aus Esoterik und Anleitungen zu einem autarken Leben im Einklang mit der Natur. Menschen sollen sich auf dem Land niederlassen und sich selbst versorgen. Aber die Anastasia-Bücher sind auch durchzogen von Verschwörungserzählungen und Antisemitismus. Ein Beispiel. So, hier steht, Zitat, dass das jüdische Volk vor den Menschen Schuld hat. Aber worin besteht die Schuld? Die Historiker, die Alten wie die Neuen, sprechen davon, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzettelten. Sie versuchten alle zu betrügen, vom Jungen bis zum Alten. Von einem, der nicht sehr reich sei, versuchten sie wenigstens etwas wegzunehmen und bei einem Reichen seien sie bestrebt, ihn ganz und gar zu ruinieren. Das bestätigt die Tatsache, dass viele Juden wohlhabend sind und sogar auf die Regierung Einfluss nehmen können. Zitat Ende. Die jahrhundertealte Vorstellung vom angeblich raffgierigen, mächtigen Juden
Eindeutiger Antisemitismus. Mike Schulz ist im Vorstand von Veda Elysia. Ihn will ich fragen, warum sich die Gruppe ausgerechnet auf die Anastasia-Bücher bezieht. Hallo Herr Schulz, wenn ich das richtig verstehe, dann zählt sich Veda Elysia ja zur Anastasia-Bewegung. Wäre es möglich, dass wir mit Ihnen zu einigen Vorwürfen, die es da auch gegen die Anastasia-Bewegung gibt, ein Interview führen könnten vor der Kamera? Sie möchten nicht. Wollen Sie mir vielleicht am Telefon im Hintergrund ein bisschen erklären, wieso Sie sich auf die Anastasia-Bücher berufen, in denen aber ja Juden... Naja, wir haben die Bücher gelesen und da sind ja doch sehr eindeutig antisemitische Positionen drin. Es steht ja in den Büchern sehr eindeutig drin, die Juden hätten Schuld auf sich geladen, sie würden Geld anhäufen, also diese... Okay. Also Sie möchten nicht mit uns drüber sprechen. Okay. Aufgelegt. Um es zusammenzufassen, Sie hätten es schon so oft versucht, mit Journalisten zu sprechen, Interviews zu geben. Kein Interesse. Es würde immer alles nur verzerrt und falsch dargestellt. Und als ich das zitiert habe, die antisemitischen Stellen, hat er gesagt, sehen Sie, das zeigt doch, Sie haben es gar nicht gelesen, Sie haben es gar nicht verstanden, da müssen wir uns auch gar nicht unterhalten. Also wir werden kein Interview von Veda Elysia bekommen. Das wird aber nicht mein letzter Versuch sein, bei der Gruppe kritisch nachzufragen. Ich will wissen, wie die Menschen in Wien-Rode darüber denken, dass Veda Elysia sich in ihrem Dorf angesiedelt hat. Wien-Rode liegt in einem Tal im Harz. Ein hübsches Dörfchen, wie es viele gibt. In einer beliebten Touristenregion. Eine Kirche, ein Fleischer, knapp 900 Einwohner. Und egal wen ich frage, Veda Elysia kennt hier jeder. Sind Sie hier aus Wien-Rode? Ja. Wir machen eine Doku, in der es auch um Veda Elysia gehen wird, ja. Haus Lindenquell. Ja. Sagt Ihnen das was? Ja, genau, die wohnen hier die Straße runter. Ja. Wie geht's Ihnen damit, dass die sich hier angesiedelt haben? Also ich habe ja mit denen jetzt so auch privat nichts groß zu tun, aber im Prinzip bin ich nichts dagegen. Also ich habe jetzt nichts gegen die Leute oder so und ja. Jeder wie er möchte, sage ich immer, ja. Jetzt gibt es ja aber Kritik, weil die sich auf diese Anastasia-Bücher berufen, in denen auch sehr viel antisemitische Sachen stehen. Mhm. Ist das für Sie ein Problem? Nö, ich meine, solange jetzt die Bevölkerung nicht darunter leidet, sehe ich das eigentlich nicht als Problem an, muss ich sagen. Ich meine, wie gesagt, jeder wie er möchte. Was der Nachbar macht, ist mir im Endeffekt auch Schnuppe, sag ich mal. Und solange sie keinen Angreifen damit oder bösen Schaden nehmen, ist mir das eigentlich wurscht. Sie ist die Erste, die ich anspreche. Und sie bleibt die Einzige, die vor der Kamera über Veda Elysia sprechen will. Wollen Sie nichts sagen? Nichts Negatives, nichts Positives. Haben wir nichts getan. Können Sie sich das erklären, warum da gar keiner drüber sprechen will mit uns? Mir hat keiner was getan. Ihnen hat keiner was getan, ja. Bis jetzt wissen wir alle nichts. Okay. Das können wir auch nicht senden. Wir können nur meine Nachfragen senden. Sollen wir die Kamera ausmachen, dass wir beide uns unterhalten? Dann machen wir die Kamera aus. Die Leute wollen nichts sagen und am besten auch nichts Negatives. Wir beschäftigen uns mit Veda Elysia. Oh, sie stöhnen schon. Sie klingen jetzt nicht so, als wären sie so ganz begeistert von den neuen Nachbarn. Und wenn wir die Kamera ausmachen und ich sie mal wirklich im Vertrauen frage, das ist echt auffällig, dass in Wien-Rode so gar keiner ein Wort über Veda Elysia verliert. Dieses Schweigen, dieses Verstummen, er kennt das aus seiner Forschung. Ich bin mit Matthias Quent verabredet. Seit über 10 Jahren forscht er zu Rechtsextremismus und hat sich auch mit der Lage in Wien-Rode beschäftigt. Die hohe Konformität, die hier herrscht, dass sich keiner traut oder keiner etwas sagt in der Öffentlichkeit dagegen, die ist doch wirklich besorgniserregend und lässt letztlich die demokratische Kultur unter einen sehr, sehr großen Druck stehen. Dieses Schweigen spielt das Veda Elysia also in die Hände?
Schweigen spielt Bedia Elysia, spielt allen Rechtsextremen in die Hände. Wenn etwas nicht problematisiert wird, dann wird es zum Teil der Normalität. So wird Normalität hergestellt. Das ist letztlich die wichtigste Waffe der Rechtsextremen, dass niemand sich dagegen wehrt. Die fehlende Gegenwehr sieht der Forscher im Osten häufiger als im Westen. Es gibt in Westdeutschland ganz ähnliche Dynamiken. Auch dort passiert das, aber nicht in diesem starken Ausmaß, in diesem zahlenmäßigen Ausmaß wie hier in Ostdeutschland. Das hat auch verschiedene Gründe, die an einerseits den strukturellen Brüchen und der Strukturschwäche ländlicher Regionen in Ostdeutschland liegen, aber auch an der Bevölkerungsstruktur, dass gerade junge Menschen fehlen. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass es in manchen Regionen Westdeutschlands doch durchaus ein höheres zivilgesellschaftliches Commitment gibt, zu sagen, nein, wir lassen das nicht zu, dass dort auch die CDU in der ersten Reihe steht, wenn es darum geht, gegen rechtsextreme Umtriebe vor Ort vorzugehen, dass man diese Dinge unterbindet, die hier, und das ist ja leider nichts Neues, sondern seit den 1990er Jahren immer wieder wachsen gelassen wurden, dass man es duldet und damit ein Stück weit auch bestärkt. Widerstand gegen rechts sei im Osten keine Selbstverständlichkeit. Und kritische Bürger würden oft als Störenfriede gelten. Viele halten sich deshalb lieber zurück, auch in Wienrode. Sind Sie mit dieser Kritik denn allein im Dorf oder gibt es andere, wo Sie sagen, die sehen das genauso wie ich? Da gibt es schon viele, die das genauso sehen. Das denke ich schon. Und warum sagt das keiner offen? Ja, eben wegen dieser Vorkommnisse. Also die, die es schon mal gesagt haben, die wurden ja mehr oder weniger angegriffen. Und das möchte halt keiner mehr. Vor 3 Jahren war die Stimmung in Wienrode noch eine andere. 2019 hatten Reporter von Kontraste vom RBB über die Ansiedlung von Bedia Elysia berichtet. Und darüber, dass die Gruppe zur Anastasia-Bewegung gehört. Damals gab es noch offene Kritik aus der Dorfgemeinschaft. Kennen Sie Bedia Elysia? Also meine Meinung ist, dass ich es beschissen finde. Wenn sie eine Meinung haben sollen. Und sie haben ja eigenartige Ansichten in Richtung Familie, nur mit Vater, Mutter, Kind. Und heute ist es, heute ist es ja auch so, dass 2 Väter Kinder erziehen können und 2 Mütter erziehen können. Und auch Alleinerziehende gibt es ja auch genug. Ich denke mal, sie sind alle im Ort sehr skeptisch jetzt. Sie treten sehr, sage ich ja, sie bringen sich ein hier bei allen möglichen Sachen. Und das ist schon in Ordnung, aber was genau für eine Gruppe das ist, das weiß eben keiner richtig. Ein RBB-Reporter hatte sich damals undercover bei einem Seminar von Bedia Elysia eingeschleust. Im Kreise der Anastasia-Anhänger wurde auch über Rassenlehre diskutiert. Mike Schulz, der Chef von Bedia Elysia, sagte nach Kontraste-Recherchen in der Runde: Das ist der letzte Versuch, die Rasse noch zu retten. Wovor Mike Schulz die Rasse retten will, das werden wir ihn später noch fragen. Und auch nach Kontakten in rechtsextreme Kreise, die wir bei der Recherche entdeckt haben. 3 Beispiele. Erstens. Im September 2018 wird im sächsischen Bischofswerda ein Open-Air-Theaterstück aufgeführt. Viele der Darsteller und Zuschauer stammen aus der rechtsextremen Szene. Mit dabei die Bedia Elysia-Vorstände Mike Schulz und seine Frau. Beispiel 2. Volkstanz bei einer Corona-Demo in Berlin im Sommer 2020. Neben anderen tanzen hier Mitglieder von Bedia Elysia, gemeinsam mit Nikolai Nerling. Also Nikolai Nerling ist bekannt geworden als der sogenannte Volkslehrer, als rechtsextremer Videoblogger. Und er ist verurteilt wegen Volksverhetzung, weil er nämlich in einer KZ-Gedenkstätte vor Schülern den Holocaust verharmlost hat. Beispiel 3. Im Webshop verkauft Bedia Elysia neben den antisemitischen Anastasia-Büchern und eigenem Honig auch CDs. Zum Beispiel von Axel Schlimper. Der Name Axel Schlimper, der steht zum Beispiel in Verfassungsschutzberichten der Länder Thüringen und Niedersachsen und zwar als rechtsextremistischer Liedermacher. Ich habe hier eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zum Thema Neonazi-Aktivitäten. Und da taucht der Name Axel Schlimper sehr, sehr häufig auf. Also er ist aufgetreten bei der Neonazi-Kleinstpartei Die Rechte, bei der Neonazi-Kleinstpartei Der Dritte Weg, bei der NPD und bei einschlägigen Szenefestivals, zum Beispiel in Thema und Ostritz. Was sagt Bedia Elysia zu unseren Recherchen?
Ich versuche nochmal persönlich ein Interview vom Chef der Gruppe zu bekommen, Mike Schulz. Ach, guck mal, da ist Herr Schulz, guten Tag. Jana Merkel vom MDR, ich habe Sie neulich angerufen. Haben Sie sich vielleicht noch mal überlegt mit dem Interview? Nein? Ich weiß, Sie möchten einen schönen Werbefilm über uns machen. Da freuen wir uns drüber. Das wird uns sicherlich gut tun, aber nein. Ja, gut. Das führt zu nichts. Interview gibt's nicht. Wir versuchen es ein drittes Mal und schicken eine E-Mail mit Fragen, zum Beispiel zu den antisemitischen Stellen in den Anastasia-Büchern, zu rechtsextremen Kontakten. Wir fragen auch, wie der Kopf der Gruppe Mike Schulz seine Aussage zur Rettung der Rasse gemeint hat. Die Antwort kommt von seiner Frau, die auch im Vorstand von Veda Elysia sitzt. Unsere Fragen beantwortet sie nicht, aber sie droht meinem Kollegen und mir mit Anzeigen und Schadenersatzforderungen. Fassen wir zusammen. Eine völkische Gruppe lässt sich in einem Dorf nieder, mitten im Herzen des Ortes. Sie sanieren den verfallenen Gasthof, wollen ihn offenbar zum Treffpunkt und Zentrum im Dorf machen. Rechtsextremismusforscher Matthias Quent kennt so ein Vorgehen auch aus anderen Orten. Das habe ich oft gehört, dass die Leute sagen, ja, da passiert dann was und dann sieht das ja wieder gut aus und so. Ja, das ist ja der Klassiker, ne? Irgendwo hinzugehen, Dinge sanieren oder auch die Schule wieder beleben, weil dann sind nochmal 3, 4, 5 Kinder mehr da. Das ist Teil des Plans und auch Teil der strukturellen Schwäche in den ländlichen Regionen, wo die gut ansetzen können. Was in Wien-Rode passiert, das passiert also auch an vielen anderen Orten, vor allem in ländlichen Regionen. Hier stehen dezidiert politische Akteure mit politischen Strategien dahinter, die es zu ihrem Ziel erklärt haben, Gesellschaften oder lokale Gemeinschaften zu unterwandern, einzusickern und Stück für Stück ihre Ideologie weiterzuverbreiten, Menschen anzulocken, sogar Menschen anzusiedeln zu größeren Siedlungsprojekten in mehreren Regionen Deutschlands, aber auch hier, bis diese Regionen übernommen werden können. Dieses Einsickern in die Köpfe und das sich ausbreiten, das beobachtet auch unsere anonyme Person in Wien-Rode. Was ich halt schwierig finde, ist, wenn ich sehe, dass sie halt gezielt auch Leute ansprechen, gerade ältere Leute, und die versuchen, irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Oder auch Leute, die auf der Suche sind, auf einer Sinnsuche oder so. Das finde ich halt bedenklich. Also Sie haben den Eindruck, die versuchen sozusagen ihre Denke auch unter die Leute zu bringen? Ja. Ein Beispiel. Im Dezember 2019 lädt Veda Elysia zu einem sogenannten Julmarkt. Die Bilder stammen von der Journalistin Andrea Röpke, die mit Kollegen von der anderen Straßenseite aus fotografiert und filmt. Ein Besucher greift sie deshalb an. Ich glaube, es geht wohl los. Finger weg! Ganz in Ruhe! Ganz ruhig! Ich will, dass Sie das Bild jetzt löschen. Fassen Sie die Frau nicht an! Nein, was sind Sie für Kriminelle, Sie Sachse? Neben den Journalisten haben sich hier Menschen versammelt, die vor Veda Elysia warnen wollen. Darunter auch Ruth Fiedler. Mit ihr bin ich fast 3 Jahre nach dem Protest in Wien-Rode verabredet. Guten Tag, Frau Fiedler, grüße Sie. Hi. Sie wohnt nicht im Dorf, sondern 20 Kilometer entfernt. Aber für sie war von Anfang an klar, gegen Veda Elysia müsse man Stellung beziehen. Deshalb hat sie auch gegen den sogenannten Julmarkt protestiert. Ich weiß, dass viele Leute aus dem Ort dort waren, die aber sowieso mit ihnen sympathisieren. Also da waren auch welche dabei, die dann eigene Stände da gemacht haben. Das hat also funktioniert, das Andocken ans Dorf über so einen Auf jeden Fall. Ruth Fiedler sitzt im nahegelegenen Wernigerode für die Linke im Stadtrat. Sie hat Veda Elysia bereits in anderen Interviews offen kritisiert. Daraufhin hat die Gruppe sie angezeigt. Ermittlungsverfahren, Tatvorwurf, Verleumdung. Aber das heißt, das lief jetzt 1 Jahr lang. Sie wurden angezeigt und jetzt nach einem Jahr kriegen Sie den Einstellungsbescheid. Ja, genau. Das heißt, bis gestern haben Sie noch gar nicht gewusst, ob da noch vielleicht was kommt strafrechtlich. Nö, aber ich habe mir das schon gedacht, weil was soll denn kommen? Ich sage ja nur die Wahrheit. Ich sage ja nichts, was man nicht beweisen kann. Im Harz kennt man sie mittlerweile für ihr Eintreten gegen diverse rechtsextreme Gruppen in der gesamten Region. Sie wurde deshalb schon bedroht. Also letztes Jahr stand einer vor meinem Haus, vor meinem Privathaus und hat mich aufs Übelste laut beschimpft, richtig heftig. Und auch gedroht, dass er mich umbringt und dass das Haus mit meinen Kindern anzündet und so.
Ja, das wurde auch fallen gelassen, weil er wegen psychischer Erkrankungen nicht schuldfähig ist. Also es kann kein politisches Motiv nachgesagt werden. Dabei war das ja eindeutig ein politisches Motiv, auch wenn er psychisch krank ist. Das heißt, das hat für Sie schon auch Konsequenzen, ja? Ja, hat es auf jeden Fall. Aber jemand muss es machen und da habe ich halt beschlossen, ich mache es. Wie findet Ihre Familie das? Mein Mann findet es okay. Der hat natürlich auch Angst um die Kinder, gerade als dann es war, dass der Mann da vorm Haus stand, der auch deutlich wusste, wo meine Kinder zur Schule gehen, wo mein Mann arbeitet und alles. Also der hatte sich richtig darüber informiert. Aber auch mein Mann ist der Meinung, dass man was machen muss und dass es nicht so sein kann, dass gar niemand was sagt. Ich denke, es ist immer noch ein Vorteil, dass ich Kommunalpolitikerin bin, denn seit dem Lübcke-Mord da in Kassel hat man ein bisschen mehr Schutz als Kommunalpolitikerin. Ich weiß nicht, ob es genauso wäre, wenn ich jetzt einfach nur irgendeine ganz normale Frau wäre, die halt irgendwie sich stark macht gegen rechts. Ganz normale Menschen in Wienrode, die inzwischen verstummt sind. Mit manchen von ihnen steht Ruth Fiedler seit 3 Jahren in Kontakt. Das Problem ist aber, dass die Dorfgemeinschaft, also dass ein Teil der Dorfgemeinschaft hinter Veda Elysia steht und die gegenüber den Frauen, die da mutig sind, dass die sich nicht korrekt verhalten und die unter Druck setzen, teilweise sogar wirklich richtig Drohungen ausgesprochen haben. Dann aber halt in so. In der Nachbarschaft? Ja, aus dem Dorf, definitiv. Und deswegen haben damals die Frauen auch gesagt, sie wollen das nicht riskieren, sie leben hier, sie müssen hier weiterhin leben. Die sind ja, was weiß ich, ihr ganzes Leben schon hier, haben Kinder hier bekommen. Sie können jetzt nicht wegziehen, nur weil da jetzt hier diese Siedlung sich ausgerechnet Wienrode ausgesucht hat. Und dann müssen sie ja damit klarkommen, dass sie im Ort von vielen, die halt leider Gottes so ticken, dass sie das gut finden, dass sie da beschimpft werden oder sogar bedroht werden. Das deckt sich mit dem, was mir hinter vorgehaltener Hand im Dorf erzählt wurde. Dieses Klima des Schweigens und der Angst. Wie entsteht das? Um darüber mehr zu erfahren, fahre ich zu einer Verabredung in die Hauptstadt. Ich bin heute in Berlin und treffe jemanden, der mir hoffentlich mehr aus dem Inneren der rechtsextremen Szene erzählen kann. Er war nämlich selbst mal Teil davon. Er war mal ein Neonazi. Christian Weisgerber hat sich 2010 aus der Neonazi-Szene zurückgezogen. Vorher war er eine Führungsfigur der sogenannten autonomen Nationalisten. Das waren militante Neonazis, in kleinen Gruppen organisiert, ganz ohne Glatze und Springerstiefel. Warum nicht? Und den Wald schützen? Der Punkt, den wir halt gesehen haben, ist, dass man eine Revolution auf einer gewaltvollen Ebene erst dann umsetzen kann, wenn man auch eine gewisse Menschengruppe hinter sich weiß. Wir haben ja schon ungefähr verstanden, wie Revolutionstheorien funktionieren. Wir haben verstanden, man braucht dann halt in der Bevölkerung einen bestimmten Rückhalt. Um diesen Rückhalt zu gewinnen, würden sich viele Rechtsextreme nett und harmlos geben, zum Beispiel mit Brauchtum und Ökolandbau. Da geht es natürlich nicht nur einfach darum, Gemüse anzupflanzen oder sowas. Der Punkt ist ja, sonst würden wir auch nicht über rechtsextreme Strukturen sprechen, wenn es tatsächlich einfach nur irgendwelche Landwirte wären, die irgendwelches gutes Gemüse anbauen wollen. Hier geht es schon darum, dass da, sagen wir mal, so ein ideologischer Rattenschwanz mit dranhängt und der wird auch dann in solchen Dorfgemeinschaften verbreitet. Ich glaube, viele Leute verstehen halt nicht, dass, wenn wir jetzt über ökofaschistische Strukturen sprechen oder über eine Siedlerbewegung oder was auch immer, dann geht es eben nie darum, dass die einfach nur nett in der Dorfgemeinschaft sich ansässig führen, sondern die wollen ihre Lebensweise dort ausleben und die wollen eigentlich auch das andere, diese Lebensweise nicht einfach respektieren oder tolerieren, sondern auch für sich übernehmen, weil die möchten ja eigentlich, dass diese Lebensweise für alle Menschen gelten soll. Ich erzähle ihm vom Schweigen in Wienrode. Das überrascht ihn nicht. Ich würde sagen, wenn diese Leute dort vor Ort leben und Angst haben, dann ist die Angst wahrscheinlich berechtigt, weil das Ding von rechtsextremer Ideologie ist immer, dass es sehr häufig in Freund-Feind-Strukturen zugeht. Das heißt, für uns ist auch ganz klar gewesen, wer uns sozusagen halt nicht unterstützt, wer sozusagen gegen uns vorgeht, halt irgendwelche Medien oder sowas, das sind halt Feinde und gegen die dürfen wir auch dann von mir aus mit Sachbeschädigung oder Körperverletzung vorgehen, denn die sind ja eben nicht einfach Gegner, sondern das sind Feinde. Und wenn man in so einem Weltbild lebt, wo man ja auch selber häufig erzählt, dass man im Krieg ist gegen ein System oder was auch immer, muss man halt ja natürlich davon ausgehen, dass die Leute dazu bereit sind, sehr drastische Mittel zu benutzen. Es gäbe aber auch subtilere Methoden.
nicht jede Nazi-Gruppe muss physische Gewalt oder sowas anwenden. Es reicht schon, Leute psychologisch unter Druck zu setzen. Es reicht, Leuten sozusagen ihre Sozialkontakte abzuschneiden und so weiter, um ausreichend Leuten Furcht einzuflößen. Was kann man gegen die Furcht tun? Und vor allem, wer muss in Orten wie Wienrode etwas tun, damit die Menschen sich wieder offen äußern? Hier kommt die Politik ins Spiel. Ruth Fiedler findet, dass die Politik im Fall von Wienrode bisher zu wenig getan hat. Der Wunsch von denen war einfach nur, von den Anwohnern, die eigentlich dagegen sind, dass sich doch auch die Politik stark macht. Dass doch mal vom Bürgermeister bis hoch zur Landesebene, dass sich da mal irgendwer stark macht. Das war der einzigste Wunsch, den sie gehabt hätten. Auch die anonyme Person aus Wienrode ist von den zuständigen Politikern enttäuscht. Was müsste passieren, damit sie sagen, ich traue mich auch wieder offen zu sagen, was ich denke über diese ganze Situation? Ich denke, da bräuchte es mehr Handlung von der Politik, von den Ämtern, dass die das nicht stillschweigend dulden. Bürgermeister, der Landrat. Genau. Okay. Die Polizei, wer auch immer, dass da einfach mehr drauf geschaut wird. Dass das nicht immer mehr wird so. Fühlen Sie sich alleingelassen? Ja, manchmal schon. Okay. Was denkt ihr? Wie sollten sich Bürgermeister, wie sollten sich Kommunalpolitiker verhalten, wenn sich bei Ihnen im Ort Leute vom rechten Rand ansiedeln? Schreibt es uns in die Kommentare. Schauen wir zurück. Wie haben sich die zuständigen Kommunalpolitiker in Wienrode bisher verhalten? 2018 hat Veda Elysia den alten Gasthof im Dorf gekauft. Damals war Ulf Vogt der ehrenamtliche Ortsbürgermeister und sichtlich erfreut über die neuen Anwohner. Hier ein Interview mit dem RBB von 2019. Wir wollen also wirklich wieder kulturelles Leben, wie Elysia das im Prinzip vorhat. Wir sind gespannt. Sie sind recht aktiv, muss ich sagen. Jeden Tag eigentlich ist hier Bautätigkeit. In diesen Anastasia-Büchern sagen zum Beispiel Kritiker, dass eine antidemokratische, eine antisemitische und auch eine rassistische Ideologie die. Nee, kann ich nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht sagen. Sie sind genauso verhaltensmäßig, wie gesagt, sonst Herr Schulz kandidiert im Wirtschaftsrat. Zumindest hat er sich aufstellen lassen, ob er nur gewählt wird, ist eine andere Sache. Und das sieht er schon, dass er sich im Ort engagieren will. Aber dass quasi, dass die auf ihren Seiten Bücher präsentieren, wo was Antisemitisches drinsteht und was Antidemokratisches, das stört Sie nicht? Habe ich mich, wie gesagt, überhaupt noch nicht beschäftigt. Wie Ulf Vogt heute, gut 3 Jahre später, zu Veda Elysia steht, hätten wir ihn gern gefragt. Doch wir konnten ihn für ein Interview nicht erreichen. Er hat im August 2022 sein Amt aufgegeben. Wienrode gehört jetzt zur Stadt Blankenburg. Und der dortige Bürgermeister Heiko Breithaupt hatte im Herbst 2019, also als das gerade bekannt geworden war mit Veda Elysia, zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Und auf der wurde über die Anastasia-Bewegung und über Veda Elysia aufgeklärt. Das ist 3 Jahre her. Was hat die Stadt Blankenburg den völkischen Siedlern seitdem entgegengesetzt? Darüber spreche ich mit dem Blankenburger Bürgermeister. Heiko Breithaupt findet klare Worte zu Veda Elysia. Ich sehe das deshalb sehr kritisch, weil aus meiner Sicht einfach ein Deckmantel der Heimatverbundenheit genutzt wird, um Interessen durchzusetzen, die nach meiner Auffassung nicht unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung entsprechen, sondern man will ganz konkret die staatliche Ordnung nach meiner Einschätzung auch zerstören und will eigene neue Formen aufbauen. Und dem gilt es entgegenzutreten. Veda Elysia werde nicht zu städtischen Veranstaltungen eingeladen und dürfe keine städtischen Räume nutzen. Darüber hinaus sehe er kaum rechtliche Möglichkeiten für die Stadt. Grundstückskäufe könne die Stadt zum Beispiel nicht verhindern, die seien Privatsache. Der Bürgermeister sieht vor allem die Wienröder selbst in der Pflicht. Doch wegducken wird es nicht geben können. Also man muss an einer bestimmten Stelle, muss man sich auch als Einwohner dazu äußern und zu positionieren und auch sagen, ich stelle mich entgegen. Das kann ich leider keinem Einzelnen abnehmen. Und ich glaube auch, dass das in der jetzigen Konstellation nochmal Aufgabe des Ortschaftsrats sein wird, dazu Stellung zu beziehen. Für das kommende Frühjahr kündigt er eine weitere Infoveranstaltung für die Anwohner an.
Und er fordert, das Innenministerium müsse gegen den Verein Veda Elysia vorgehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Vereine nicht dazu missbraucht werden sollten, irgendwelche ideologischen Ansichten zu vertreten, insbesondere wenn diese noch gegen das Grundgesetz oder auf alternative Verfassungsform oder Gesellschaftsform ausgerichtet sind. Und hier ist aus meiner Sicht ganz klar das Land Sachsen-Anhalt und das Innenministerium gefordert. Formell aus meiner Sicht ist hier klar zu prüfen, ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, die Gruppierung zu verbieten. Ich frage beim Innenministerium nach. Ist ein Verbot des Vereins Veda Elysia denkbar? Die Antwort, Zitat: Das Ministerium für Inneres und Sport gibt zu vereinsrechtlichen Prüfverfahren grundsätzlich keine Auskunft. Ob es ein Verbotsverfahren gibt oder nicht, das erfahren wir also nicht. Ja. Zurück in Wienrode. Matthias Quent kennt aus seiner Forschung durchaus konkrete Möglichkeiten, wie Kommunen vor Ort extrem rechte Projekte eindämmen können. Ja, es gibt eine ganze Menge, was man tun kann. Es gibt eine Reihe von Beispielen aus anderen Kommunen, wo es auf Druck der Zivilgesellschaft dann gelungen ist, die Verwaltung zum Handeln zu bringen. Das heißt, da mit einem genauen Blick, mit auch ein bisschen Willen und Überzeugung da reinzugehen und da baurechtliche Dinge zu prüfen. Natürlich fragen wir Vorkaufsrechte, auch wenn es um Land geht hier in der Umgebung, weil man sich ja ausbreiten will, zu schauen, ob dort alles mit rechten Dingen eigentlich so zugeht. Was ist eigentlich mit den Steuern von Sachen, die da passieren? Wo kommen die Baumittel her? Also wenn man genauer hinschaut und einen politischen Willen hat, solche Raumnahmestrategien zu unterbinden, dann haben sich immer wieder Wege gezeigt, solche rechtsextremen Siedlungsprojekte auch zu unterbinden oder zu vertreiben. Haben Sie da so ein Beispiel? Das gab es in Jena beispielsweise, das gab es auch in anderen Kommunen in Thüringen, in denen ich viel geforscht habe, wo es gelungen ist, solche Projekte auch wieder loszuwerden. Die sind dann allerdings häufig in andere Regionen abgewandert, wo eben die Gegenwehr geringer war, und dann hat das Spiel von vorne begonnen. Die Weitergabe dieses Denkens. Ob in Wienrode die Kritiker ihre Stimme wiederfinden, ist offen. Die Siedler von Veda Elysia bauen derweil weiter, recht ungestört, am Gasthof. Ob sich hier ein Mittel gegen die Landnahme von rechts findet, das hängt von den zuständigen Politikern und der Dorfgemeinschaft ab. Wir werden die Geschichte weiter begleiten. Das war unser Film über Veda Elysia und Wienrode. Wenn ihr weitere spannende Exactly-Recherchen sehen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Film von Thomas und Nina über die Freien Sachsen. Da geht es um Rechtsextremismus, Verschwörungsmythen und Querdenker. Und ihr solltet auch unbedingt den Film von Caroline sehen über CSD in der Provinz. Queer und bedroht heißt der Film.